Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen und vor Ihnen stehen, auch virtuell stehend, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen zu beichten, dass ich als gelegentlicher Musilleser in Vorbereitung auf dieses Symposium die Werke der Mann ohne Eigenschaften, Törleß, hauptsächlich leider in französischer Fassung wieder las, und es mir bewusst wurde, dass ich nur einen Teil eines langen Weges gegangen bin, dessen Wichtigkeit mir ohne Zweifel etwas klarer erscheint, zumindest ausreichend klar, um mich davon zu überzeugen, dass Musil für mich immer noch wie eine außergewöhnliche Aufgabe oder Herausforderung besteht, welche in meinem persönlichen Pantheon neben anderen erscheint. Auf dieser Liste, die ich in unentschuldbar kurzer Weise auslege, stehen Proust, Kafka, Joyce, Thomas Mann, Celan. Werke, welche gemeinsam haben, dass sie aus ihrer Epoche herausragen und dass es in ihnen weniger um die Personen und Ereignisse geht, welche die Grundsätze dieser Epoche veranschaulichen, als eher um das Abgründige oder, wie Derrida sagt, das Unentscheidbare. Ich denke an das, was Arendt schrieb, die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, was mit dem berühmten Zitat von René Char auf Französisch anfängt, Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, unsere Erbschaft ist keinerlei Testament vorausgegangen. Ein Testament ist das, was die Gegenwart aufbaut, von dem Moment aus, in dem die Vergangenheit berücksichtigt wird. Fehlt das Testament, so fehlt auch die Gegenwart. Sie wäre ein leeres Nichts zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. The gap between past and future. Ein leeres Nichts, welches das Thema der verschiedenen unter dem Untertitel zwischen Vergangenheit und Zukunft zusammengefassten Aufsätze ist, und dies besonders in dem Vorwort, das mit dem Satz von René Char beginnt. Ich zitiere: Er hat zwei Gegner, der erste bedrängt ihn von hinten, vom Ursprung her, der zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Er kämpft mit beiden. Eigentlich unterstützt ihn der Erste im Kampf mit dem Zweiten, denn er will nach vorn drängen, und ebenso unterstützt ihn der Zweite im Kampf mit dem Ersten, denn er treibt ihn dort zurück. So ist es aber nur theoretisch, denn es sind ja nicht nur die zwei Gegner da, sondern auch noch er selbst, und wer kennt eigentlich seine Absichten? Immerhin ist es ein Traum, dass er einmal in einem unbewachten Augenblick, dazu gehört allerdings eine Nacht so finster wie noch keine war, aus der Kampflinie ausspringt und wegen seiner Kampferfahrung zum Richter über seine miteinander kämpfenden Gegner erhoben wird. Er in einer Nacht, so finster wie keiner, außerhalb der Präsenz, wenn die Präsenz als Licht gekennzeichnet ist, wenn die Präsenz selbst Licht, das Licht an sich ist, von Platon bis zum Christentum. Als solcher findet er keinen Platz. Und wenn man will, findet er in der unendlichen Eröffnung von dem, was da ist, nicht statt, in dem offenen, um hier das Wort Rilkes aufzunehmen, obwohl Heidegger dieses Wort als noch zu metaphysisch zurückweist, benutzen wir dann die Semantik von erschließen, erschlossen sein, Erschlossenheit und so weiter. Aber dann stößt man auf das Kafkas Wort Schloss,
ein Wort, das dem Wortschatz Heideggers völlig fremd ist. Das Schloss ist, was geschlossen ist. Der Landvermesser, derjenige, der das Land misst und gleichzeitig vermisst, hat vor sich die unendliche Ebene einer platonischen Wahrheit bzw. einer mathematischen Wahrheit, a geometretos medeis eisito, keiner darf hinein, der nicht Mathematiker ist, und hat gleichzeitig vor sich das Unmögliche des Geschlossenen. Oder anders gesagt, ist das Erschlossensein des Erschlossenen das Geschlossensein des Geschlossenen. Über die Linie, er steht vor dem Tor des Gesetzes, das offen wie immer ist, aber eben insofern geschlossen und bleibt vor dem Schloss. Und insofern er über die Linie gehört einem Ort irgendwo, nirgendwo, ist in der Erzählung verstrickt. Eben dies bezeichnet Blanchot in seiner Weise als eine ironische Übersteigerung der Epoche. Das war ein Zitat, eine ironische Übersteigerung der Epoche. Er schreibt in dem unendlichen Gespräch, L'Entretien Infini, ich zitiere den Text nicht auf Französisch. Neutral noch, bloß die Übersetzung. Neutral noch, wenn der Sinn handelt oder irgendwie durch eine Rückzugbewegung ohne Ende wirkt, um sich in einer Art Anforderung zu enthalten und sich durch eine ironische Übersteigerung der Epoche zurückzieht. Es ist nicht nur die natürliche Einstellung, nicht einmal die Existenzsetzung selbst, die tatsächlich ausgeschaltet werden sollte, damit in ihrem stillgelegten Licht der Sinn zum Vorschein gebracht werde. Es ist der Sinn selbst, der nur durch eine Einklammerung oder durch ein in Anführungszeichen setzen Sinn machen würde und dies dank einer unendlichen Reduktion, die letztlich außerhalb von jedem Sinn bleiben würde, wie ein Gespenst, das der Tag vertreibt und das gleichzeitig niemals fehlt, da das Fehlen seine Marke ist und es ausmacht. Lassen wir uns dies langsamer aufgreifen. Die Epoche. Das Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe in meiner Verlag sagt zum Beispiel Folgendes. Zitat. Epoche und Reduktion bilden ein Kernstück der Husserlschen Phänomenologie, weil durch sie der Gegenstandsbereich des reinen Bewusstseins erst erschlossen wird. Zitat Ende. Ich möchte hier nicht versuchen, wie es sich gehören sollte, Epoche und Reduktion zu unterscheiden, indem sie die natürliche Welteinstellung außer Spiel setzt, fundiert die Epoche bzw. die Reduktion die Welt als transzendentales Phänomen, als doxischen Boden und teleologischen Horizont für das transzendentale Subjekt, das reduzierte Subjekt, dessen Bedeutung jedes Mal durch die Voraussetzung des Welthorizonts aufzufassen ist. Diese Voraussetzung bestimmt den Weg zur Reduktion, den sogenannten kartesianischen Weg, sowohl wie den Weg durch die Lebenswelt und somit die Notwendigkeit der Evidenz als Adequatio und sei diese Adequatio, sagt Husserl, im Unendlichen. Blanchot, wie schon gesagt, erwähnt eine ironische Übersteigerung der Epoche, ein Surenchérissement ironique de l'Epoche. Was heißt Ironie?
Sie ist zum Beispiel bei Sokrates oder in der Romantik zu finden. Sie meint, dass der Sinn nicht da zu suchen ist, wo man glaubt. Die Bedeutung liegt nicht auf der Hand in der sinnlichen Welt, so die Einwände von Platon, oder für die Romantik in dem menschlichen, allzu menschlichen Erlebnis des Alltagslebens, im Gegensatz zu dem Humani nihila me alienum puto von Terenz, eher, sollte man hier sagen, Humani nihil a me proximum puto. Alles Menschliche ist mir fremd und garstig, so Goethe in Faust, ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied. Es bleibt doch wie in der Reduktion die Bedeutung, das Phänomen, das Subjekt und die Sehnsucht nach der Absolutheit einer anderen, reineren, reduzierten, teleologisch gegebenen und erträumten Welt. Dass die Adequatio sich im Unendlichen verwirklichen mag, heißt immerhin, dass die Welt das allerletzte Thema des Subjekts ist und bleibt, aber ohne die Bedeutung, die Enttäuschung, welche die Ironie bezeichnet, in Acht nehmen möchte. Die verlorene Welt, über welche die Ironie in der Romantik berichtet, steht im Hintergrund als Rechtfertigung für das Subjekt, das die gegenwärtige Leere erlebt. Insofern könnte auch verstanden werden, dass bei Husserl das Subjekt seinen Sinn in der adäquaten Korrelation mit der Welt fände. Aber eine andere Betonung ist auch bei Husserl zu suchen. Die Möglichkeit einer radikaleren Enttäuschung, durch welche sich ahnen lässt, dass die Welt definitiv abwesend sei. So etwas ist in dem berühmten Absatz 49 von Idee 1 gemeint. Ich zitiere: Das absolute Bewusstsein als Residuum der Weltvernichtung, also denn die unmögliche Hypothese eines weltlosen Subjekts, es ist denkbar, dass es im Erfahren von unausgleichbaren und nicht für uns nur, sondern an sich unausgleichbaren Widerstreiten wimmelt, dass die Erfahrung mit einem Male sich gegen die Zumutung ihre Dingssetzungen einstimmig durchschalten, widerspenstig zeigt, dass ihr Zusammenhang die festen Regelordnungen der Abschattungen, Auffassungen, Erscheinungen einbüßt, dass es keine Welt mehr gibt, dass es keine Welt mehr gibt. Beziehungsweise nochmals ein weltloses Subjekt. Im Absatz 6 der kartesianischen Meditation heißt es auch rätselhafterweise, dass das Apodiktische nicht unbedingt mit dem Adäquaten übereinstimme. Die Apodiktizität, sagt Husserl, kann eventuell auch an inadäquaten Evidenzen auftreten. In dem Maß also, wo die Adäquatio nicht das letzte Wort der Epoche sein könnte, ist der Weg zu dieser unendlich und vielleicht auch nicht unendlich in der Weise der Idee im kantischen Sinn. Husserl hat Levinas einmal die folgende Geschichte mitgeteilt, die Stefan Strasser in dem Vorwort seiner Ausgabe der kartesianischen Meditationen erzählt. Er habe einst als Kind ein Taschenmesser als Geschenk erhalten. Er fand jedoch, dass die Schneide nicht scharf genug sei und schliff sie immer wieder. Nur darauf bedacht, das Messer zu schärfen, bemerkte der Knabe Husserl nicht, dass die Klinge immer kleiner wurde und schwand. Levinas versichert, dass Husserl diese Kindheitserinnerung in traurigem Ton erzählt habe, da er ihr eine symbolische Bedeutung beimaß. Mit anderen Worten,
könnte diese Anekdote cum grano salis das Schicksal der Phänomenologie den unendlichen Weg zur Reduktion schildern, beziehungsweise die Ironie oder eher würde ich schon den Humor sagen. Humor als eine Ironie, die auf sich selbst gerichtet ist. Die Selbstschilderung Husserls als Kind mit der verschwundenen Klinge in der Hand. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Die Epoche, die Reduktion als unendlicher Weg. Hier noch eine Anekdote. Levinas, den ich um seine Meinung zu einem von Derridas Artikeln, welcher von ihm handelte, bat, der Artikel en ce moment même, dans cet ouvrage me voici, eben in diesem Moment, in diesem Werk findest du mich, und Levinas, ich habe ihn nicht gelesen. Übrigens habe ich ihn nicht verstanden. Ein humoristisches Beispiel einer Kessellogik. Um gleich weiter anzuknüpfen. Aber was will Derrida? Wissen Sie, was Derrida will? Bevor ich ihm antworten konnte, ohne mir Zeit zu reden zu lassen, ich werde Ihnen sagen, was Derrida will. Er will die Reduktion. Derrida will die Reduktion. Wieso? Weil alle, verstehen wir es so, wollens, nolens, sie wollen. Weil Levinas, er selbst, wollte die Reduktion. Weil die Setzung des Subjekts in ihrer Unabhängigkeit von der Adäquation von jeglicher internationalen Korrelation von dem Horizont der Welt Apodiktität wäre und insofern das definitiv rätselhafte Ende der vielen Wege zur Reduktion, ein Ende, welches Levinas Wunder nennt, das Rätsel und das Wunder des anderen. Und was bei Derrida den Namen der Dekonstruktion annimmt, eine Dekonstruktion als Versprechen voll und ganz notwendig und gleichzeitig unentscheidbar, da sie niemals, außer wenn man der Reziprozität und dem Ökonomischen zustimmt, die Konfiguration eines bestimmten Terminus annehmen kann, sei es im Horizont oder als Horizont, sei es als Idee im kantianischen Sinn. Die Dekonstruktion, wenn es sowas gibt, s'il y en a, sagt Derrida, Dekonstruktion doch als Notwendigkeit und da im Herzen des Unentscheidbaren die Entscheidung sich in das Register der Unentscheidbarkeit einfügt, welches die Entscheidung zugleich befiehlt und verbietet. Man muss entscheiden, da die, so Derrida, die Dekonstruktion die Gerechtigkeit ist, in Gesetzeskraft, und es braucht Gerechtigkeit. Ich komme nun auf Blanchot zurück. Es ist nicht nur die natürliche Einstellung, nicht einmal die Existenzsetzung selbst, die tatsächlich ausgeschaltet werden sollte, damit in ihrem stillgelegten Licht der Sinn zum Vorschein gebracht werde. Es ist der Sinn selbst, der nur durch eine Einklammerung oder durch ein in Anführungszeichen setzen Sinn machen würde, und dies dank einer unendlichen Reduktion, die letztlich außerhalb von jedem Sinn bleiben würde, wie ein Gespenst, das der Tag vertreibt und das gleichzeitig niemals fehlt, da das Fehlen seine Marke ist und es ausmacht. Diese paradoxalen Ausdrücke, nach welchen die Negation sich je selbst verneint, sich nicht dialektisch in einer Versöhnung aufhebt, nicht zum Licht und zur Präsenz wird, rufen die Hyperbole im Sinne von Descartes und Levinas auf. Die Epoche, die Hyperbole, welche die Epoche darstellt, Blanchot in seinem Verständnis von Husserl steht hier Levinas am nächsten, der ihm die Phänomenologie beigebracht hatte, und auch Derrida.
Enthaltung ist bei ihm eine Feststellung, jedoch eine Feststellung, die nicht etwas feststellt, die, wenn man will, das Bewusstsein ist, paradoxalerweise aber ein Bewusstsein, welches die phänomenologische Enthaltung suspendiert, die doch meint, dass jedes Bewusstsein das Bewusstsein von etwas ist, ein paradoxal feststellende Enthaltung, da sie sich in das Register der Vergänglichkeit einfügt. Meine Lektüre von Der Mann ohne Eigenschaften möchte sich auf diese Art von Blanchot inspirieren lassen, um diese Hyperbol in der Epoche, die er formuliert, zu erkennen, die ironische Übersteigerung der Epoche, hinsichtlich deren Sinn, und ich versuche diese Lektüre mit Bezug auf Levinas fortzusetzen, ich versuche eine Hypothese zu formulieren. Blanchot zitiert Musil. Die Geschichte dieses Romans kommt darauf hinaus, dass die Geschichte, die ihm erzählt werden sollte, nicht erzählt wird. Ironie hier von Musils Seite, der Abstand von denjenigen nimmt, die Geschichten erzählen und die diese Geschichten ernst nehmen. Ironie, die mit einer deutschen Tradition der Ironie übereinstimmt, die zu dem Ernst einer metaphysischen Kategorie erhoben wird. Ich zitiere Blanchot wieder. In seinem Musils Fall, Ironie ist hier von Musils Seite, der Abstand von denjenigen nimmt, die Geschichte. Ich habe die Zeile verloren. In seinem Musils Fall jedoch ist die Ironie eines der Zentren des Werkes. Sie ist die Beziehung des Schriftstellers und des Menschen zu sich selber, und zwar ist diese Beziehung durch Abwesenheit aller Eigenschaftsverhältnisse gekennzeichnet und äußert sich in der Weigerung für die anderen jemand oder für sich selber etwas zu sein. Das ist ein Zitat von Blanchot. Blanchot interpretiert zunächst als diese Lehre den Ausdruck ohne Eigenschaften, den er vorschlägt, mit sans particularité, ohne Besonderheiten zu übersetzen. Er fügt diesen Ausdruck hinzu und bezieht ihn auf das Nichts, welches Walter als Ulrich identifiziert. Ich zitiere jetzt den Text von Mann ohne Eigenschaften. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften. Was ist das? Fragte Clarisse kichernd. Nichts, eben nichts ist das. Was bedeutet nichts? Walter antwortet. Inhaltlos, ohne einen bestimmten Inhalt. Ein Mathematiker sieht nach gar nichts aus. Das heißt, er wird so allgemein intelligent aussehen, dass es keinen bestimmten Inhalt hat. Also bestimmungslos. Es gibt jedoch in der metaphysischen Tradition dieses Motto: Omnis determinatio est negatio. Jede Bestimmung ist Korrelat einer Negation. Jede Negation ist Negation von etwas und somit die Feststellung von etwas anderem und dadurch Bestimmung. Dasselbe ist nur dasselbe, indem es auf sein anderes Bezug nimmt, so Platon oder Hegel. Der Mann ohne Eigenschaften, Ulrich, stellt dieses Paradox dar, dass er nichts Bestimmtes ist, im Gegensatz zu seinem Freund Walter, welcher nacheinander alle Bestimmungen hat und ein Mann mit Eigenschaften ist. Wie
nach welchen Modalitäten verwirklicht sich diese Lehre, diese radikale Enthaltung und wie tritt sie in Erscheinung? Blanchot stellt den Begriff des Möglichen in den Vordergrund. Ulrich stellt das Nichts dar, indem er mit jedem Register des Möglichen übereinstimmt, als würde das Mögliche den Zugang zum Realen verschaffen. Ulrich, aus einer lebendigen Gegebenheit wird ein Gedanke, aus einer Realität eine Utopie, ein besonderer Charakter, der Schritt für Schritt auf seine Besonderheit kommt, nämlich, dass er keine hat und der dieses Manko in Besitz zu nehmen trachtet, indem er es in den Rang eines Forschungszwecks erhebt, der aus sich ein neues Geschöpf macht, vielleicht den Menschen der Zukunft, der schließlich aufhört zu sein, um auf echte Weise zu sein, der er ist, ein nur in der Möglichkeit vorhandenes Wesen, das jedoch allen Möglichkeiten offensteht, so Blanchot wieder. Die Kontinuität zwischen dem Möglichen und dem Realen weist auf Leibniz hin. Das Reale ist die beste Kombinatorik, welche die meisten Möglichkeiten, das reichste Universum in sich vereint. Das war bei Leibniz mit dem Prinzip des zureichenden Grundes übersetzt. Dieses Prinzip, der Satz vom Grund, lautet, so Heidegger in seinem Vortrag von 1956, der Satz vom Grund, nichts ist ohne Grund, nihil est sine ratio. Wenn der Grund besteht, folgt die Konsequenz. Jedoch scheitert dieses Prinzip in dem Roman und dies schon mit dem Titel des ersten Kapitels, ich zitiere, woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht. Ist es nicht so, dass alles in dem Roman nach dem Modell der Austauschbarkeit und der Gleichgültigkeit der Konsequenzen und somit der Ineffektivität der Gründe passiert? Nicht existente Anfänge wie auch Konsequenzen, von denen man nur sagen kann, damit kann man nichts anfangen. Denn wenn man nichts anfangen kann, kann auch nichts daraus folgen. Die Welt, welche Ulrich beschreibt, die Welt der Parallelaktion, welche eine reine Welt von Möglichkeiten ist, sozusagen eine Nichtwelt, gehorcht also eher dem PDUG, dem Prinzip des unzureichenden Grundes, als dem Prinzip des zureichenden Grundes. Hier ist Bergson zu zitieren, welchen Musil las: Das Reale ist nicht auf der Bahn des Möglichen zu finden, es besteht immer eine Übermacht des Realen jenseits des Möglichen. Auf Französisch würde ich sagen, une surprise du réel sur le possible. Ich zitiere Bergson. Ich muss zum Beispiel an einer Sitzung teilnehmen. Ich weiß, wen ich dort vorfinden werde, welche Person und um welchen Tisch, in welcher Reihenfolge, um über ein bestimmtes Problem zu sprechen, aber dass sie kommen, sich hinsetzen und plaudern, wie ich es mir vorstellte, dass sie sagen, was ich erwartete und dachte, was sie sagen würden, das Ganze gibt mir den Eindruck von etwas Einzigartigem und Neuem, als ob es gerade in einer Linie von der Hand eines Künstlers abgezeichnet wäre. Der Unterschied zu Bergson ist, dass im Mann ohne Eigenschaften das Wunder des Realen ohne Zweifel gesucht wird,
durch die Abenteuer des Romans verfolgt, welche wie eidetische Variationen aber jedoch nicht der Boden des Transzendentalen sind. Das Beispiel der Figur ist emblematischerweise Arnheim, polyvalenter Held, eine immense literarische, philosophische, wissenschaftliche Kultur, ein Großindustrieller, Ökonom, Geschäftsmann, großer Reisender, im Bilde aller Weltfragen aus einer deutschen bzw. ersten Sichtweise mit einem Anspruch auf Realismus in der barocken Landschaft von Kakanien, welche jedoch nicht die Grenzen der Vorstellung überschreitet, so wie man es aus einer Art universellen Gebets heraushört, zynisch oder wie man will komisch, welches die Wirtschaft, die Philosophie und die Religion vereint. Ich zitiere. Dann aber würde Paul Arnheim vortreten, zum Herrn sprechen. Herr, wozu? Die Ichsucht ist die verlässlichste Eigenschaft des menschlichen Lebens. Der Politiker, der Soldat und der König haben mit ihrer Hilfe deine Welt durch List und Zwang geordnet. Das ist die Melodie der Weichlichen, den Menschen, das ist die Melodie der Menschheit. Du und ich müssen es zugeben, den Zwang abschaffen hieße die Ordnung verweichlichen, den Menschen zum Großen befähigen, obgleich er ein Bastard ist, das erst ist unsere Aufgabe. Zitat Ende. Das Ich ist vom modernen Menschen Arnheim angebracht, von dem wir nicht wissen, Arnheims Unentschlossenheit, ob er den Pfarrer der universellen Religion, welche der Katholizismus ist, oder den Manager der Weltfirma darstellt in der Dimension eines inneren Triebes, Ichsucht, welcher an die Unbestimmtheit des Transzendentalen ist anknüpft und sie in die Wörter einer Realpolitik übersetzt. Hier jedoch die Lösung, die undialektische oder dialektische Synthese in der heldenhaft komischen Fassung eines Hegelianismus, der von Machiavelli inspiriert wäre, von dieser vorgebrachten Unentschlossenheit. Ich zitiere. Aber ist das Geld nicht eine ebenso sichere Methode der Behandlung menschlicher Beziehungen wie die Gewalt und erlaubt uns, auf ihre naive Anwendung zu verzichten? Es ist vergeistigte Gewalt, eine geschmeidige, hochentwickelte und schöpferische Spezialform der Gewalt. Beruht nicht das Geschäft auf List und Zwang, auf Übervorteilung und Ausnutzung? Nur sind diese zivilisiert ganz in das Innere des Menschen verlegt, ja geradezu in das Aussehen seiner Freiheit gekleidet. Der Kapitalismus als Organisation der Ichsucht nach der Rangordnung der Kräfte, sich Geld zu verschaffen, ist geradezu die größte und dabei noch humanste Ordnung, die wir zu deiner Ehre haben ausbilden können. Ein genaueres Maß trägt das Menschliche nun nicht in sich, und Arnheim würde dem Herrn geraten haben, das tausendjährige Reich nach kaufmännischen Grundsätzen einzurichten und seine Verwaltung einem Großkaufmann zu übertragen, der natürlich auch philosophische Weltbildung haben müsste. Zitat Ende. Warum hätte das Geld eine solche Fähigkeit, die Gewalt zu reduzieren, wenn es nicht in einer Perspektive, wo die Wahrheit als Sichtbarkeit des Reellen gedeutet wird, zu einer allgemeinen Äquivalenz reduziert ist? Jedes Dies ist jedem anderen Dies gleich, was völlig egal ist, in dem Maß,
wo nach dem PDUG, dem Prinzip des unzureichenden Grundes, aus irgendeinem Grund sowieso nichts folgen wird, woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht. Das Geld ist buchstäblich Judas Geld und Harnein, könnte man behaupten, deutet in seinem Lot des Geldes sozusagen wörtlich die trügerische und ironische Ähnlichkeit der Pflanze Judas Geld mit der Hostie, eine extravagante Anmaßung auf die reale Präsenz, was auch sei, nichts ist schlimm, da in der Welt des vielfältigen Möglichen nichts vorkommt. In der Fortführung dieser Zeilen hebt eine andere Stelle die Dimension der Epoche an diese von der Realität entfernte Kombinatorik. Ich zitiere wieder. Es erging Arnheim nicht anders wie seinem ganzen Zeitalter. Dieses betet das Geld, die Ordnung, das Wissen, Rechnen, Messen und Wägen, alles in allem also den Geist des Geldes und seiner Verwandten an und beklagt das zugleich, während es in seinen Arbeitsstunden hämmert und rechnen und sich außerhalb ihrer so benimmt wie eine Horde Kinder, die von dem Zwang, also was machen wir jetzt, der am Grund einen bitteren Ekelgeschmack hat, aus einer Übertriebenheit in die nächste gejagt wird, wird es eine innere Mahnung zur Umkehr nicht los. Auf diese wendet es das Prinzip der Arbeitsteilung an, indem es für solche Ahnung und innere Klage besondere intellektuelle Beachtende und Beichtiger der Zeit besitzt. Ablassbriefe, Existenzen, literarische Bußprediger und Verkünder, die vorhanden zu wissen sehr viel Wert hat, wenn man persönlich nicht in die Lage kommt, sich nach innen zu halten, und nicht viel anderes als die gleiche Art moralischen Lösegeld bedeuten auch die Phrasen und Geldmittel, die der Staat alljährlich in Kultureinrichtungen versenkt, die keinen Boden haben. Die Epoche, welche Arnheim widerspiegelt, ist nicht sehr von dem entfernt, was Heidegger durch die Machenschaften das Gestell beschreibt. Eine Welt des Rechnens, einer verallgemeinerten Inauthentizität. Wenn jedoch das Gedicht in seiner Höhe oder das Denken in seiner Tiefe von einer Wahrheit zeugen, die dem Seinsdenken entspricht, oder auch wie bei Husserl die Krise des europäischen Menschentums sich löst, vielleicht, wie Bernard Waldenfels es meinte, vielleicht in der Phänomenologie, also in der Reduktion, trägt der vage Aufruf zur Konversion eines Menschentums, welches perspektivlos ist, keine privilegierte Position bei, von der ausgehend Sinn und die Schwere von dem, was sich als ein unendliches Ganzes von konsequentlosen Möglichkeiten präsentiert, wieder zu finden wäre. Die Dichter und Denker werden zu besonderen Intellektuellen, zu Beichtigern der Zeit, literarischen Bußpredigern und so weiter. Man fragt sich, an vielen Stellen befasst sich der Mann ohne Eigenschaften mit dieser Frage, wie Musil zur Literatur stand. Literatur, wie das Übrige, ist eine Modalität des Möglichen, nur laut dem Prinzip der Arbeitsteilung vom Übrigen unterschieden, Prinzip, welches selber nichts als eine andere Modalität dieser Ära des generalisierten Möglichen ist. Es bleibt noch die generelle Frage des Werkes und schon die besondere Frage von Musil. Welche Art von Geschichte erzählt die Geschichte, die von sich selbst behauptet, dass sie keine Geschichte erzählt? Von welcher Wahrheit zeugt sie? Der Roman beginnt im August 1913. Er hätte zum August 1914, wie viele andere, zum Beispiel der Zauberberg, führen können und zu der absoluten Realität der Katastrophe. Es gelingt ihm aber nicht, aus dem Kreis des Möglichen herauszutreten,
wie eine transzendentale Deduktion, die keine metaphysische Deduktion begleitet hätte. Nicht einmal eine transzendentale Deduktion, denn in diesem Fall begründet kein Subjekt eine Welt. Die Vergangenheit und die Zukunft spiegeln sich unendlich auf der Linie des Möglichen wider, ohne dass irgend dazwischen käme. Es ist, wie in dem Aufsatz von Arendt, ein Abgrund, welchen weder die Philosophie noch die Religion noch die Literatur zu bewohnen vermögen. Flaubert hatte dies vielleicht im Voraus gespürt, so in der Education sentimentale, der sentimentalen Erziehung, wenn Frédéric und Delorier die romantische Sehnsucht auf die Ironie des Nichts reduzieren. Was ist uns vorgekommen? Um auf der letzten Seite zu antworten, mit der romantischen Sehnsucht im Hintergrund, in einer Art von Verleugnung jedoch, welche alles Übrige annulliert, und auch hier erzählt die Geschichte, dass es keine Geschichte gibt, mit der lächerlichen Anekdote des jugendlichen Unglücks im Bordell und der Schlussfolgerung, also diesen letzten Worten. Es ist, was wir als Bestes hatten, sagt Frédéric. Ja, es ist, was wir als Bestes hatten, sagt Delorier. C'est ce que nous avons eu de meilleur, dit Frédéric. Oui, c'est ce que nous avons eu de meilleur, dit Delorier. Ein Gegenbeispiel, in gewisser Hinsicht die Karikatur von dem, was Musil bietet, welche er, wie ich gelesen habe, hasste, erscheint mir die Welt von gestern von Stefan Zweig zu sein. Ein Porträt nach Art der Autobiografie 1941, einige Monate vor seinem Selbstmord am 23. Februar 1942 geschrieben, Kakanien geschildert durch den brillantesten Repräsentanten von Jugend auf in den Vordergrund getragen, der von allem Bescheid wusste, alle Persönlichkeiten kannte, von ganz Europa mit allen Sprachen debattierte und das Gefühl hatte, dass auch sein Werk vermittelte, insbesondere mit den zahlreichen Biografien, die er schrieb, dass er auf verständliche Weise erklären konnte, was geschehen ist. Aber die Welt von gestern bringt in verzweifelter und ergreifender, aber auch naiver Weise zum Ausdruck, dass die Gegenwart mit der Vergangenheit bricht und somit die Vergangenheit nur die Vorstellung einer Illusion ist, deren Erzählung nichts von dem behalten konnte, was sie ausmacht. Was ist geschehen? Und hier als ein Echo zu dieser Frage und noch einmal aufzugreifen, was für mich das bedeutendste Beispiel ist, diese Seite mit dem Porträt von Rathenau. Entschuldigung für die Länge jetzt des Zitats. Ich zitiere also diese Seite von Zweig. Dieser vielbeschäftigte Mann hatte immer Zeit. Er hatte ständig seinen Tag bis auf die einzelne Minute eingeteilt und konnte doch jederzeit mühelos aus einer Materie in die andere umschalten, weil sein Gehirn immer parat war, ein Instrument von einer Präzision und Rapidität, wie ich es nie bei einem anderen Menschen gekannt. Er sprach fließend, also ob er von einem unsichtbaren Blatt ablesen würde, und formte dennoch jeden einzelnen Satz so plastisch und klar, dass seine Konversation mit stenografiert ein vollkommen druckreifes Exposé ergaben hätte. Ebenso sicher wie Deutsch sprach er Französisch, Englisch und Italienisch. Nie ließ ihn sein Gedächtnis im Stich. Nie brauchte er für irgendeine Materie eine besondere Vorbereitung. Wenn man mit ihm sprach, fühlte man sich gleichzeitig dumm, mangelhaft gebildet, unsicher, verworren angesichts seiner ruhig wägenden, alles klar überschauenden Sachlichkeit.
Aber etwas war in dieser blendenden Heiligkeit, in dieser kristallen Klarheit seines Denkens war unbehaglich, wirkte wie in seiner Wohnung die erlesensten Möbel, die schönsten Bilder. Sein Geist war ein genial erfundener Apparat, seine Wohnung wie ein Museum, und in seinem feudalen Königin Louise Schloss in der Mark vermochte man nicht warm zu werden vor lauter Ordnung und Übersichtlichkeit und Sauberkeit, irgendetwas Gläsern, Durchsichtiges und darum Substanzloses war in seinem Denken. Selten habe ich die Tragik des jüdischen Menschen stärker gefühlt als in seiner Erscheinung, die bei aller sichtlicher Überlegenheit voll einer tiefen Unruhe und Ungewissheit war. Meine andere Freunde, wie zum Beispiel Verharren, Elenkei, Bazalgette, waren nicht ein Zehntel so klug, nicht ein Hundertstel so universal, so weltkennerisch wie er. Aber sie standen sicher in sich selbst. Bei Rathenau spürte ich immer, dass er mit all seiner unermesslichen Klugheit keinen Boden unter den Füßen hatte. Seine ganze Existenz war ein einziger Konflikt immer neuer Widersprüche. Er hatte alle denkbare Macht geerbt von seinem Vater und wollte doch nicht sein Erbe sein. Er war Kaufmann und wollte sich als Künstler fühlen. Er besaß Millionen und spielte mit sozialistischen Ideen. Er empfand sich als Jude und kokettierte mit Christus. Er dachte international und vergötterte das Preußentum. Er träumte von einer Volksdemokratie und war jedes Mal hochgeehrt, von Kaiser Wilhelm empfangen und befragt zu werden, dessen Schwächen und Eitelkeiten er hellsichtig durchschaute, ohne darum der eigenen Eitelkeit Herr werden zu können. So war seine pausenlose Tätigkeit vielleicht nur ein Opiat, und um eine innere Nervosität zu überspielen und die Einsamkeit zu töten, die um sein innerstes Leben lag. Wieder Entschuldigung für die Länge des Zitates. Es scheint mir, als würde es ihm gelingen, ganz suggestive Elemente zum Vorschein zu bringen. Einerseits die Nähe zwischen dem Menschen Rathenau und der Figur Arnheim und andererseits das undefinierbare Unwohlsein der Figur Rathenaus, welcher in dem Porträt, das Zweig zeichnet, eher eine schon fiktive Figur und in gewisser Weise mehr ein Spiegel der Kultur seiner Epoche ist, als ein Mensch als aus Fleisch und Knochen. Aber Zweig gibt die Figur in ihrer Alltäglichkeit wieder und interpretiert das Unwohlsein in direkten psychologischen Worten, die eine besondere Person ausmachen, widersprüchliche Züge eines exzeptionellen Charakters, welcher trotz seiner außergewöhnlichen Gabe wenig an das Leben angepasst ist. Im Gegenzug, Arnheim, und es bleibt unentschlossen im Unterschied zu Rathenau, ob er Jude ist oder nicht, aber wer weiß man je sowas, und welchem Status das Judentum in dem Buch einnimmt, eine Frage, die sich nicht ohne Zweifel beantworten lässt, eben nicht in der Vorstellung jüdischer Figuren oder antisemitischer Vorfälle. Arnheim also bleibt eine Figur, welche emblematisch für die Möglichkeiten und die Anfänge, nach denen nichts folgt. Sein Unwohlsein ist, was sich in dem Roman auf die Unendlichkeit bezieht und eher das Mystische fordert. Wie sollte man hierbei, mit dem Wort Mystische, nicht den Traktatus von Wittgenstein erwähnen? Es gehörte sich jedoch, wenn es um Mystik geht, ein ganz anderes Kapitel dieses Vortrags zu öffnen, was ich aus mehreren Gründen nicht in der Lage bin,
hier zu machen. Ich möchte wenigstens versuchen, um diesem Vortrag immerhin ein wahrscheinliches Ende zu geben und das Motto Humor nicht völlig zu verfehlen, jetzt eine persönliche Anekdote zu erzählen, etwas wie eine Durchführung von der ironischen Übersteigerung der Epoche von Blanchot zu ihrer humoristischen Resonanz. Es handelt sich um das Seminar von Levinas im Jahre 1976. Levinas hatte in sein Programm Erfahrung und Urteil von Husserl aufgenommen und wie jedes Jahr händigte er an die wenigen Teilnehmer des Seminars Vortragsthemen aus. Ich sollte zum Absatz 21a der Ursprung der Negation vortragen. Er lautet, Zitat, zum Beispiel, es sei als eine gleichmäßig rote Kugel gesehen. Eine Strecke lang ist der Wahrnehmungsverlauf so abgeflossen, dass diese Auffassung sich einstimmig erfüllt. Aber nun zeigt sich im Fortgang des Wahrnehmens allmählich ein Teil der zuvor unwichtig gewesenen Rückseite und entgegen der ursprünglichen Vorzeichnung, die da lautet, gleichmäßig rot, gleichmäßig kugelförmig, tritt das die Erwartung enttäuschende Bewusstsein des Andersseins auf, nicht rot, sondern grün, nicht kugelig, sondern eingebeult und so weiter. Und so weiter. Anders und kurz gesagt ist die Negation eine enttäuschte Intention. Eine rote und glatte Kugel, grün und eingebeult von hinten, beziehungsweise eine unerfüllte intentionale Erwartung, anders erfüllt, als man es vorgesehen hatte. Ich erinnere mich schmerzlich an die Verlegenheit meiner Vorbereitung. Ich hatte an Bergson gedacht, an seine Kritik des Nichts. Ich glaube, dass ich etwas Peinliches und Kompliziertes geschrieben hatte, ohne wirklich zu wissen, was ich mit dieser Kugel anfangen sollte. Rot und glatt von vorne, grün und eingebeult von hinten, Mensch, eine Strapaze. Levinas unterbrach mich nach wenigen Minuten, wie er es öfter mit seinen Studenten machte, wenn es um Husserl ging. Es war immer sein Husserl. Er hatte mit einer glänzenden Erklärung eingeleitet und darüber hinaus, soweit ich mich erinnere, amüsierte er sich sehr gutwillig lachend, während er erwähnte, dass Husserl niemals seinen Finger hob, um zu sagen, geben Sie Acht. Levinas nahm inzwischen diese für ihn gewöhnliche Haltung ein, auf seinem Sessel mit zwei gehobenen Zeigefinger und unterstrich, was so außergewöhnlich an Husserls Text war, das abendländische Drama der Negation, stellen Sie sich das vor, würde mit dieser Kugel rot und glatt von vorne, grün und eingebeult von hinten, zu einer absolut prosaischen Lage reduziert. Noch einmal die Reduktion also. Ich bin über mehrere Jahre mit dieser Erinnerung im Kopf oder im Herzen geblieben, diese rote Kugel und das vage Gefühl, dass Levinas sich freundlich, aber doch über mich lustig gemacht hatte, dass ich das Opfer eines Witzes gewesen war, welchen ich nicht ganz verstanden hatte. Und ohne jeden Zweifel hatte ich den Witz nicht ganz verstanden. Aber allmählich, und ich könnte nicht sagen wann, hat sich in mir eine Überzeugung gebildet, es ist etwa wie in einer Kindervorstellung gewesen, hatte ich nicht an einem Zaubertrick teilgenommen. Der Zauber hat seine Vorstellung abgeliefert. Die Kinder rufen mit Bewunderung, ah, oh, die anwesenden Erwachsenen lachen von Herzen.
wie Levinas gelacht hatte, weil sie wissen, dass es da einen Trick gibt und dass die Realität anderswo ist. Anderswo bedeutet, dass sie nicht das ist, was man denkt, die Wahrheit der Negation, welche wie bei Musil zu der leibnischen Frage führt, dass es etwas gibt und dass es vielmehr nichts geben könnte. Und warum gibt es etwas und nicht nichts? Die Seinsfrage, so Heidegger. Das Lachen von Levinas hat mir jedoch etwas beigebracht. Die Vorstellung, die ich mir jetzt von dem Text Husserls mache, der mit dem prosaischen Charakter der roten Kugel weit von dem Pathos der Seinsfrage abweicht. Diese Abweichung verleibt sich dem Lachen von Levinas ein. Sein oder nicht sein, in der Welt sein, das sind nicht die Hauptfragen, sind überhaupt keine Fragen. Das Wichtige kommt anderswo vor, als im Bereich des Möglichen, anderswo am Rande der Geschichte, der musilschen Geschichte, welche nichts erzählt, anderswo als die Hyperbel der Reduktion in dem Postulat des Unterschieds zwischen dem Adäquaten und dem Apodiktischen, anderswo gegenüber dem, was das Lachen von Levinas bezeugt, was das Privileg eines Subjekts ist, welches ahnt, dass jede Erzählung ein Witz ist. Anderswo als der Humor des Subjekts, das sich selbst in diesem Register entdeckt, in welchem die Welt nicht mehr ist. Die Welt ist nicht mehr. Ein unentscheidbarer Satz, mit welchem nichts anzufangen ist. Es sei denn, die Welt ist nicht mehr. Am Ende dieses Vortrags möchte ich hinzufügen, dass dieser Satz unbestimmbarerweise und diesem unentscheidbaren Prädikat gemäß jüdisch ist. Dass der Witz, nach welchem die Kontinuität zwischen dem Ich und der Welt aufgehoben wird, ihn als solches bezeichnet. Eine Hyperbel der Reduktion, die im latenten Humor des Mannes ohne Eigenschaften zu entziffern ist. Die Welt ist nicht mehr, nochmals ein Satz, mit welchem man allerdings nichts anfangen kann. Paul Celan jedoch hat ihn aus der langen jüdischen Geschichte aufgenommen, nach welcher es sich ahnen lässt, dass die Welt nicht mehr ist. Um an dieses anzuknüpfen, was sich mit dem guten Lachen von Levinas spüren lässt, wie eine Tür, die sich auf eine unvorstellbare Folge öffnet: Ich muss dich tragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.